Hallo und herzlich willkommen zu GrauTV, Ausgabe Nummer 110 und damit meiner Review zu The Devil All The Time. Der ist letzten Mittwoch auf Netflix erschienen und hat mich seit seinem ersten Trailer sehr, sehr interessiert, aus mehreren Gründen. Zum einen fand ich, sah er vom Ton sehr, sehr interessant aus. Es wirkte alles sehr, sehr düster. Man hat schon gesehen, es geht um Religion, es geht um Korruption und um ja, das sehr, sehr dreckige Leben in amerikanischen Kleinstädten in den 60ern. Aber auch der Cast hat mich sehr interessiert, weil nämlich dieser Film einen wahnsinnig krassen Cast zusammengetrommelt hat. Also Tom Holland ist dabei, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Jason Clarke, Riley Keough. Ich hoffe, man spricht sie so. Also wirklich ein unfassbar guter Cast. Und was ich daran so spannend fand, war, dass man hier einige Schauspieler in Rollen wiederfindet, mit denen man sie wahrscheinlich nicht so verbindet. Zum Beispiel Tom Holland, der hier wirklich mal eine sehr viel erwachsenere und düstere Rolle spielen muss als zum Beispiel in Spider-Man, womit ihn wahrscheinlich die allermeisten verbinden werden. Und ja, deswegen hat mich dieser Film sehr, sehr interessiert. Ich habe ihn mir jetzt angeguckt und möchte euch verraten, wie er mir gefallen hat. Regie geführt hat Antonio Campos und geschrieben hat er das Buch auch gemeinsam mit Paul Campos. Das Ganze basiert auf einem Roman des Schriftstellers Donald Ray Pollock. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal, warum das eine ganz coole Sache ist. Ja, aber erstmal vorab immer, wie geht's? Und da sind wir gleich bei einem Knackpunkt dieses Films. Ich finde, zu beschreiben, worum genau es geht, ist gar nicht so leicht. Im Wesentlichen folgen wir dem Leben von einem gewissen Arvin. So. Und ja, den sehen wir, man sieht zunächst erstmal ein bisschen die Geschichte seines Vaters, dann sieht man ihn als Kind und dann erlebt man ihn auch noch als jungen Erwachsenen oder Teenager, dann eben gespielt von Tom Holland. Und ja, man erlebt sein Leben und bekommt aber noch allerlei andere Charaktere hinzugefügt, die alle in seine Geschichte mit reinspielen. Und ja, wir erleben einen Film, der sich im Prinzip wirklich einfach mit mehreren Schicksalen von Leuten, die in den 60er Jahren in West Virginia in so Kleinstädten oder sogar Dörfern aufwachsen, die halt stark religiös geprägt sind, wo auch ganz offen gesagt wird, auch sehr incestuös geprägt sind, wo Korruption und Gewalt an der Tagesordnung ist. Und wir erleben jetzt das Leben dieses Arvin in dieser Welt sozusagen, und daraus entspinnt sich dann eben ein Plot, der dann eben noch Morde und deren Aufklärung mit beinhaltet und. Aber ihr hört schon, es ist für mich schwer zu sagen, worum genau der Film geht. Dazu werde ich später aber nochmal kommen, aber sagen wir es mal so, es geht um Religion, es geht um Korruption, es geht um häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Ihr hört also schon daran, das ist kein spaßiger Film. Also dafür, für diesen Film muss man in der Stimmung sein. Und ich muss gleich dazu sagen, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen, aber ich glaube, fast alles an diesem Film ist Geschmackssache. Ich glaube, ich werde jetzt gleich Dinge nennen, die mir gut gefallen haben, die aber andere wieder total abstoßen könnten von dem Film. Und ich werde versuchen, euch das so gut wie es irgendwie geht zu beschreiben, was ich damit meine. Ja, was man aber als allererstes mal nicht verleugnen kann, ist, dass dieser Film phänomenal gespielt ist. Ich würde euch dringend empfehlen, ihn auf Englisch zu gucken, mit deutschen Untertiteln zur Not, weil das Ganze eben in West Virginia spielt und eben alle Schauspieler auch durch die Bank weg einen wahnsinnig guten Akzent an den Tag legen, den sie sich halt teilweise antrainieren mussten, weil es einfach nicht ihr Akzent ist, was heißt teilweise, größtenteils antrainieren mussten. Ich glaube, der Film gewinnt viel, viel, viel davon, wenn man ihn im Originalton guckt, aber müsst ihr natürlich nicht. Der Film ist phänomenal gespielt und hat eben, wie gesagt, diese große Stärke, dass man wirklich Schauspieler mal in völlig für sie ungewohnten Rollen sieht. Wie gesagt, Tom Holland, der eben die erwachsene Version von Arvin spielt, der ja schon ein rechtschaffender junger Mann ist, der aber auch verbittert ist, der in seinem Leben viele Traumata erlebt hat, die eben auch im Film aufgearbeitet werden, das will ich euch aber nicht spoilern, der aber, sagen wir mal so, der wirklich viel durchmachen musste und von dem man völlig verstehen könnte, wenn der völlig auf Abwege gerät, der sich aber halbwegs gerade hält,
aber durch seinen Vater in der Kindheit halt eben so geprägt wurde, dass er durchaus auch eine brutale Seite hat und dass er durchaus dazu neigt, die Gerechtigkeit in die eigene Hand zu nehmen und dadurch eben auch in Schwierigkeiten zu geraten. Das macht Tom Holland, wie ich finde, unglaublich gut. Ja, mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, sozusagen Spider-Man auszublenden und ja, diesen neuen Charakter zu sehen. Ja, er zeigt für mich hier wirklich sehr, sehr eindeutig auf, dass er eben mehr kann als nur in Anführungszeichen das Superhelden-Gimmick. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Robert Pattinson, ja, kann ich ja nur wiederholen, dass ich von dem tatsächlich viel halte. Der wird aber halt immer noch mit Twilight verbunden, ne? Und ja, aber der beweist, finde ich, im Moment mit einem Film nach dem nächsten, dass der es als Schauspieler einfach unglaublich drauf hat. Der spielt in dem Film hier so einen, ja, so einen ruchlosen Priester, der eben seine Machtposition in diesen Örtlichkeiten, dadurch, dass er eben die religiöse Führungspersönlichkeit in diesem Ort ist, der die halt schamlos ausnutzt und das für bösartigste Sachen nutzt und ja, auch wirklich überhaupt keine Skrupel kennt. Und besonders in einer Szene, wo ich jetzt nicht zu viel verraten möchte, wo die beiden aufeinandertreffen, das war so gut gespielt, da konntest du wirklich, du konntest die Atmosphäre schneiden, die in dieser Szene war. Machen sie wirklich unfassbar gut. Dann haben wir Sebastian Stan, den ihr vielleicht als den Winter Soldier Bucky Barnes kennt, der hier einen korrupten Sheriff spielt, der ja schon eine Wertvorstellung hat, aber die sich halt immer so biegt, wie er sie gerade braucht. Jason Clarke spielt mit als ja als ein genau zusammen mit Riley Keough, die ein ja Massenmörder Ehepaar spielen sozusagen oder Pärchen mit einem sehr interessanten Twist, den ich euch jetzt auch nicht verraten möchte, aber die sind nicht einfach nur Massenmörder, die durch die Lande ziehen und morden, ja. Das, die haben da steckt schon noch mehr dahinter. Sehr, sehr interessante Charaktere. Jason Clarke hat eine unglaubliche Präsenz, meiner Meinung nach, und wirkt wirklich bedrohlich, was man so von ihm halt auch sonst nicht kennt. Und Riley Keough eben als seine, ja, als seine Frau, die, ja, eben ihre eigene Rolle in diesem Unterfangen spielt, aber damit eben nicht mehr so ganz einverstanden ist und dadurch sich eine Dynamik ergibt. Ja, und eben Bill Skarsgård, aber ich glaube, über die Skarsgårds muss man eigentlich nichts mehr sagen, der den Vater von Arvin spielt, der vom Krieg gezeichnet ist, der eine ganz merkwürdige Moralvorstellung hat und der immer weiter in den religiösen Wahnsinn abdriftet. Also wirklich, der Cast ist durch die Bank weg einfach phänomenal und dieser Film ist meiner Meinung nach wirklich für mich bisher der bestgespielte Film dieses Jahres. Also wirklich, der Cast macht seine Rolle unfassbar gut. Ja, das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, das kann man eigentlich nicht diskutieren. Das ist für mich einfach, das ist für mich ein Fakt, dass das so ist. Und ja, das ist wirklich so, egal wer auf dem Screen ist gerade, die stehlen immer die Show. So, es gibt für mich auch nicht den klaren Star des Films, sondern es gibt wirklich nur Stars in diesem Film. Und ja, ist wirklich absolut umwerfend, meiner Meinung nach. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist die Erzählweise des Films. Und zwar gibt es tatsächlich einen Erzähler, der immer wieder ja, die Geschichte erzählt, wirklich wie als würde er ein Buch vorlesen. Und ja, und auch das Verhalten, die Sätze der Charaktere formuliert, die sagen dann zum Beispiel irgendwas, die verabschieden sich von irgendwem und dann sagt er, sie wusste nicht, dass sie ihn niemals wiedersehen würde und so, ne? Und ja, gibt auch teilweise wirklich so kleine sarkastische Kommentare ab. Und dieser Erzähler zieht sich durch den ganzen Film. Am Anfang ist er sehr präsent, er wird dann immer weiter zurückgenommen, aber er ist die ganze Zeit da und hält diesen Film sozusagen zusammen. Und das ist deshalb so spannend, weil der Erzähler ist Donald Ray Pollock, also der Autor des Buches, auf dem das basiert. Das Buch heißt Das Handwerk des Teufels im Übrigen. Und im Englischen wahrscheinlich The Devil Wears a Time, nehme ich mal an. Ja, dann baut der Film auch immer wieder kleinere Zeitsprünge und Blicke in die Vergangenheit ein, die sich dann aber immer sehr schnell wieder auflösen. Also es ist nicht so ein Film, der irgendeinen Zeitsprung macht und dann damit spielt und den Zuschauer verwirren will, sondern der einfach nur Zeitsprünge macht an Punkten, wo er sie als passend empfindet, um irgendwas zu schließen und um eine Lücke zu schließen. Und ja, die Erzählweise des Films hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, hat mich die ganze Zeit reingezogen.
Und das ist, denke ich, auch nötig, denn damit kommen wir mal zum ersten Punkt, der, glaube ich, wirklich absolut Geschmackssache ist. Der Film geht 2 Stunden und 20 Minuten oder irgendwie so den Dreh und das ist ein langsamer Film, das muss man wirklich dazu sagen. Er nimmt sich viel Zeit für Exposition, er nimmt sich viel Zeit dafür, die Charaktere vorzustellen, das Leben dieser Charaktere zu zeigen, die Kindheit von Arvin zum Beispiel zu zeigen, so dass man dann sein Handeln als Erwachsener versteht. Nur mal so als Hinweis, Tom Holland, also die erwachsene Version des Hauptcharakters in Anführungszeichen, taucht nach über 40 Minuten das erste Mal auf dem Screen auf. Bis dahin sieht man halt nur seine Version als Kind, um ja zu verstehen, dass dieser Charakter ist. Und man hat eine lange Zeit das Gefühl, als wäre dieser Film quasi ein Slice-of-Life-Film, also der einfach nur so ein Stück des Lebens dieser Leute in diesen religiösen Dörfern in den 60ern abbildet. Und das spitzt sich erst zum Ende hin dann zu, das Ganze. Bis dahin hat man wirklich das Gefühl, dass vermeintlich Charaktere ewig lang aufgebaut werden, nur um dann verschwindend kleine Rollen zu spielen. Aber sie sind alle kleine Puzzleteilchen in dieser Geschichte. Und trotzdem würde ich behaupten, dass der Film keinen klaren Erzählstrang hat sozusagen, ne? Sondern er beleuchtet wirklich diese verschiedenen Leben, die dann alle miteinander irgendwie zusammenkommen und interagieren. Aber man könnte für lange Zeit denken, dass das wirklich 3 unterschiedliche Filme sind, die wir hier sehen, die dann aber ein großes Ganzes ergeben. Wie gesagt, zum Ende hin spitzt sich das dann etwas zu oder zum zweiten Drittel hin und hat da dann, wie gesagt, auch super intensive Szenen. Wie gesagt, es gibt eine Szene zwischen Tom Holland und Robert Pattinson, die fand ich so stark. Das war eine meiner liebsten Filmszenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und da konntest du wirklich die Atmosphäre schneiden. Das war wirklich bockstark. Und was ich aber interessant finde, ist, dass der Film auch ein sehr ungewöhnliches Pacing und eine sehr ungewöhnliche Erzählweise, wie gesagt, hat. Zum Beispiel ist es wirklich so, dass der Film irgendwann einen vermeintlichen Höhepunkt hat, meiner Meinung nach, wo ich denken würde, normalerweise würden Filme da aufhören, aber der Film geht einfach noch rund 40 Minuten weiter und das ist auch gut so, weil er dann damit quasi wirklich erst zu so einer Aussage kommt, die er treffen möchte. Und quasi wirklich so eine Verkettung von Umständen, die sich alle gegenseitig bedingen und von Leben, die sich gegenseitig bedingen, das dann quasi erst aufrollt. Aber seinen eigentlichen Höhepunkt hat der Film eigentlich schon viel früher. Und der Film hat sozusagen keinen klassischen Spannungsbogen, würde ich behaupten. Also er hat nicht dieses so, man schaukelt sich hoch, dann ist der Höhepunkt und dann kommt es zum Ende, sondern er wogt so vor sich hin, dann kommt irgendwann der Höhepunkt und dann trudelt er so ganz langsam aus und erzählt dabei aber noch ganz viel. Ich denke, das ist durchaus Geschmackssache. Ich kann absolut verstehen, wenn man das langweilig findet. Und ja, aber ich konnte gar nicht aufhören zu gucken. So, ich hatte auch überlegt, was ich selten mache, aber ich war schon sehr müde, als ich den Film angefangen habe. Und dachte, ja, zur Not unterbreche ich ihn halt in der Mitte und gucke ihn dann am nächsten Tag weiter. Aber ich fand ihn einfach, er hat mich total reingezogen. Aber ich kann auch verstehen, wenn das nichts für ihn ist. Ja, dann muss man halt wirklich dazu sagen, der Film ist sehr, sehr, sehr abgefuckt und sehr, sehr düster. Ich habe auch in ein, zwei Reviews schon gelesen, es wird davon gesprochen, dass der Film teilweise fast schon bestrafend für den Zuschauer wirkt, weil er so ekelhaft düster ist. Es ist so gut wie kein Humor drin, abgesehen von den ab und zu mal ganz kleinen sarkastischen Sprüchen des Erzählers, ist in diesem Film nahezu kein Humor. Alles ist dreckig. Alles ist düster. Alles ist skurril. Wie gesagt, dieses Killerpärchen, was es im Film gibt, hat eine sehr, sehr morbide Faszination auf mich ausgelöst. Der Film wird getragen von Schwere, von Trauer, von Tod. Es gibt viel Tod in diesem Film und auch wirklich teilweise sehr, sehr harte Szenen und von Versagensängsten, vor allem vor Gott, von Menschen, die halt Angst haben, vor Gott zu versagen. Er handelt von religiösem Wahnsinn und welche verschiedenen Formen das annehmen kann, über die Auseinandersetzung mit dem Tod. Also es ist ein sehr dreckiger, ein sehr düsterer Film. Und er zeichnet halt wirklich von seinem Setting, nämlich dieser Städtegegend in West Virginia, ein inzestuöses, dreckiges und bitterböses Bild.
Das muss man halt wissen. Und wenn ihr dafür nicht in der Stimmung seid oder sowas generell nicht mögt, dann wird euch dieser Film nicht gefallen, weil er lebt für mich komplett von dieser Faszination, was er da für Themen aufgreift. Und er zeigt halt wirklich quasi, ohne aktiv zu kommentieren, zeigt er zeigt er Korruption, Machtausnutzung in religiösen Leitungspositionen, familiären Missbrauch, religiösen Wahn und so weiter. Und da wirklich, da gibt es so eindringliche und krasse Szenen, gerade was dieses Religionsthema angeht. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Religion und allem, was damit zusammenhängt. Und ja, dieser Film konzentriert sich halt wenig auf die Kraft, die Leute aus dem Glauben schöpfen können, sondern zeigt wirklich mehr auf, wie es Leute auch in den absoluten Fanatismus treiben kann und zeigt verschiedene Schicksale, die von Religion und Glaube zunichte gemacht wurden, auf. Und ja, eben auch, dass natürlich die Kirche nicht immer die sauberste Weste hatte und hat. Und auch da, wenn das Themen sind, von denen ihr euch angegriffen fühlt oder mit denen ihr euch nicht auseinandersetzen möchtet, dann wird dieser Film euch nicht gefallen. Das sind, glaube ich, so diese zwei Punkte, wo man sehr, sehr drüber streiten kann. Die Thematiken und die Tonalität des Films und eben die Erzählweise und das Pacing des Films. Der Soundtrack ist meiner Meinung nach absolut super. Es ist halt natürlich viel Gospel drin, viel 60er Jahre, Jazz und so weiter. Den Soundtrack fand ich absolut gut und passend. Und auch zur Inszenierung muss ich sagen, die ist halt meiner Meinung nach zweckdienlich. Also es werden ein paar Filter übers Bild gelegt, es gibt ein, zwei ganz nette Shots, aber jetzt aus meiner Perspektive habe ich da jetzt nichts besonders Auffälliges gesehen, was mir jetzt besonders ins Auge gestochen wäre. Also dieser Film konzentriert sich wirklich mehr auf sein Schauspiel und auf seine Thematik, die er aufgreift, als dass er jetzt wirklich großartig inszenatorisch besonders clever wäre oder so. Im Großen und Ganzen, aber wie ihr hört, hat mir The Devil All the Time unglaublich gut gefallen. Da hat sich der Trailer-Hype bei mir bewahrheitet. Also ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut, im Gegensatz zu einem anderen Film, den ich demnächst reviewe. Wundert euch da nicht, dass ich da nochmal TV Nummer 110 sagen werde, weil das hatte ich schon aufgenommen, habe es jetzt aber aufgrund von Videoplanung nach hinten geschoben. Wundert euch da also nicht. Und hier hat es aber für mich voll ins Schwarze getroffen. Ich habe den Film sehr, sehr geliebt und möchte ihn euch, wenn ihr mit der Thematik und sowas anfangen könnt, auf jeden Fall ans Herz legen. Falls ihr ihn schon gesehen haben solltet, weil er ist jetzt ja schon ein paar Tage draußen, dann sagt mir doch gern, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von GauTV oder einem unserer anderen Formate. Bis dahin, euer Gauton und ciao.